Ist es gut, wieder zu tauchen? Ja, das ist eindeutig mein Lieblingsjob. Nach einer jahrelangen Pause von der Beringsee ist Sam Tenhoff wieder in seinem Element und findet sofort Gold. Wir müssen uns wirklich ins Zeug legen. Gold bringt gerade $2000 pro Unze. Wenn wir große Gebiete durchkämmen, verdienen wir langfristig mehr Geld, als wenn wir immer weiter nach Hotspots suchen. Das muss ich im Kopf behalten. Mein Bruder Sam ist unten und gibt Gas. Genau das brauchen wir jetzt. Aber er ist schon lange nicht mehr nach Gold getaucht. Deshalb könnte er sich schnell übernehmen. Also muss ich darauf achten, dass er sich nicht zu sehr auspowert. Du bist schon seit 4 Stunden unten. Ich versuche, alle Löcher zu erwischen. Ich weiß, dass es Gold an der Boje gibt. Und auch hier, wo wir sind. Wenn man also von hier Richtung Boje taucht, findet man noch mehr. Wir wissen, wo das Gold sitzt und wir werden alles raufholen. Läuft der Kompressor noch? Ja. Alles gut. Ich bekomme kaum Luft. Ich tauche auf. Okay. Wenn was nicht stimmt, sollte er sofort raufkommen. Wenn man viele Stunden unten ist, kann es schnell gefährlich werden. Sicher ist sicher. Ich war einfach erschöpft. Hab plötzlich Platzangst gekriegt. War viel Arbeit. Sam hat gerade 4 Stunden runtergerissen. Das ist für das erste Mal seit 4 Jahren sehr gut. Jetzt bin ich an der Reihe. Verdammt viel drin. Schön, ich zieh mich gleich um und geh runter. War mit das beste Gold, das ich je gesehen habe. Es war wirklich toll. Haben Amerika Gold geklaut. Wir haben nur einen Taucheranzug und es gibt kaum Platz zum Umziehen. Man fühlt sich richtig lebendig, wenn man in der Kälte ganz nackt auf dem Deck seines Bootes steht. Das hier ist richtiges Leben. Großartig. Wie sieht der Boden aus? Gut, sind ziemlich viele schwere Felsbrocken hier. Ja, genau, die habe ich umgedreht. Es ist echt eine Genugtuung, wenn man die Felsbrocken umdreht und darunter Goldstückchen entdeckt. Ist wie, da bist du, hab dich erwischt. Und das Gold schreit. Aber das mache ich nicht mehr. Hat trotzdem Spaß gemacht. Ich bereue keine Minute. Ich buddle hier überall Löcher und gehe weiter, bis ich was finde, das mir gefällt. Klingt gut. Etwas richtig Geiles. Hallo bei Chris Kellys Anleitung zum erfolgreichen Goldschürfen. Heute geht es um die Kunst des Deals, Teil B. Wo zum Teufel ist der Marker? Hast du den Marker? Gib mir das verdammte Ding. Ich brauche meinen Dad, denn er bringt in die Deals eine andere Perspektive rein. Danke, dass du heute dabei bist. Kein Problem. Was ist dein bester Trick bei einem Deal? Mein bester Trick ist, dass ich zunächst alles verspreche. Und dann nichts liefere.
Am Anfang verspreche ich einen Anteil am Gold, zum Beispiel 10%. Aber wie viel sind 10% von nichts? Ich gebe 10%, aber ich habe nichts. Sieh mal, auf den Containern liegt so viel weggeworfenes Zeug. Ist es Müll? Sieht so aus, wenn es da liegt. Das war's schon zum Thema, die Kunst des Deals. Was ist mit dem Deal, bei dem du sagst, wart hier, ich muss kurz zum Bagger, und du nie zurückkommst? Wie ihr seht, es gibt viele Ideen. Aber für heute reicht's. Danke, dass ihr dabei wart bei Chris Kellys Anleitung zum erfolgreichen Goldschürfen. Und werdet nie wie Brad. Ein erfolgreicher Goldsucher. Wie sieht's aus? Da ist jede Menge Gold unter diesen schwarzen Steinen. Etwa 10 Stückchen allein an der kleinen Stelle. Du bist mein Mann. Für die Wild Ranger läuft unter Wasser alles bestens. Aber an Deck? Steve Rydell macht schon seine erste Pause. Steve, come on, dammit! What? Bleib wach, sonst können wir nicht reden. Es ist endlich soweit. Gary ist am Gold und ich als Kapitän bin richtig happy. Hier ist überall Gold. Das ist eine gute Nachricht. Aber Steve ist so nützlich wie ein Betonfallschirm. Ich weiß, er kriegt kein Geld. Aber selbst der Rest ist schon zu viel. Wie wär's, wenn du das Zeug hinter der Wand da aufräumst und alle Werkzeuge im Regal sortierst? Eins, zwei, drei, sechs Schraubenzieher für Feinstellschrauben. Doch es gibt keine einzige Schraube an Bord, die zu diesen Schraubenziehern passt. Heute habe ich den Laden zusammengehalten. Ohne mich hätte Vern keinen guten Tag gehabt. In Nome gibt es niemanden mit meiner Erfahrung. Heute habe ich Verns Arsch gerettet.